So, und weiter geht's. Maus, hör auf, mich zu ärgern. Wir müssen diese Mission beenden. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich laufe wieder voll in den nächsten rein. War da hinten gerade. Dieser Pass führt direkt nach Malgo. Aber ich fürchte, die Karawane wird überfallen, ehe sie die andere Seite erreicht. Dann müssen wir uns beeilen. Ich habe fast keine Einheiten mehr. Aber naja, egal. Wir sollten es trotzdem schaffen. Weil das sollte eigentlich kein ultra großes Problem sein. Auch wenn wir jetzt nur noch, naja, vier Einheiten und Thrall haben. Ihr denkt euch jetzt, warum bin ich nicht hochgegangen, sondern gleich zur Arase? Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich glaube, ich stehe jetzt einfach mal dahin. Ich bin mal gespannt, was passiert. Hehehe. Und da haben wir es geschafft, den Kodos zum Ende zu bringen. Yay! Kern, die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Soll Mutter Erde in ihrem Zorn mit diesen Schurken verfahren, wie sie es verdienen? Zum Orakel. Was ist es eigentlich? Der Legende zufolge sah es, wie Mutter Erde die Schicksalsfäden bog. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Heidschal, liegt der Gipfel Stone-Talon. Ihr findet das Orakel in der Höhle des Gipfels. Ich gebe euch meine besten Kodos zu eurer Unterstützung. Habt Dank, Kern. Ich werde euch nie vergessen. Ziehet in Ehren, junger Kriegshäuptling. Möge Mutter Erde euch wohlgesonnen sein. Euch ebenfalls, werter Taurinnenhäuptling. Und wir machen natürlich weiter, aber ich werde es nicht wegen 3 Minuten noch meine zweite Aufnahme gemacht haben. Der Untergang Lordarons. In der Zwischenzeit weit, weit entfernt in Lordaron, wo die brennende Legion ihre Invasion beginnt. Ihre Sache gut gemacht, im Gegensatz zu manch anderen. Verspottet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Ja, genau darum bin ich gekommen. Es interessiert euch vielleicht, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Absolut sicher, Manorot. Meine Agenten sind zumindest immer zuverlässig. Sie sagten mir, die Orks seien in Kalimdor gelandet. Kalimdor? Aber wie kann das sein? Ha! Die Orks gehören rechtens mir. Ich werde sie einfordern, wo immer sie sich verkriechen. Und ihr gehört mir, Manorot. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen.
Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und warten. Trotz ihres Versagens könnten sie uns noch nützlich sein. Kapitel 3. Der Ruf der Warsong. 5 Tage später im Vorgebirge der Stone Talon Berge. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Ja, Langeweile und die sengende Sonne machen uns nervös. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Seht, der Warsong-Clan. Und sie kämpfen gegen Menschen. Was? Loktar-Krieger, helft Kriegshäufe. Elende Orks, wie könnt ihr uns in dieses Land folgen? Haltet die Luft an, Mensch. Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische. Okay, wir sollen den Herren helfen. Das machen wir natürlich. Mit Freuden. Und an sich würde ich eigentlich schon gerne anfangen. Dass die schon mal das Haupthaus einer baut. Und die anderen können an sich eigentlich Kaserne bauen. Und Orkbauten wären eigentlich an sich auch nicht schlecht. Den Altar brauchen wir jetzt nicht unbedingt schon, aber das wäre auch schon mal gut. Was soll das alles? Wie um alles in der Welt kommen diese Menschen hierher? Genau wie wir, kleiner Bruder. Offenbar führt ein schwaches Mädchen namens Proudmoor sie an. Ihre Streitkräfte haben den Pass nach Norden gesperrt. Wir müssen trotzdem über diesen Pass. Unsere Jäger sollen die Gegend erkunden, während wir das Lager aufschlagen. Bis dahin werden die Menschen nicht angerührt. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Da. Ja. Gut, wir schauen uns mal ein bisschen um, während da unser Zeug aufgebaut wird. Hier ist nix. Na gut, da ist dann der Warsong-Clan, der ganz schön ein großes Lager hat. Nicht schlecht. Arbeit abgeschlossen. Aber wir werden auch ein großes Lager bauen. Das kann ich. Arbeit abgeschlossen. So, und du darfst gleich... Arbeit. Darfst du gleich das noch mitnehmen. Arbeit abgeschlossen. So, also, es bringt ja nichts, wenn wir schon Gold rausholen, weil die können es eh noch nicht verarbeiten. Na gut, dann müssen wir erstmal warten. An sich, ja, du kannst es nicht ablegen, was ein bisschen blöd ist. Aber dann müssen wir jetzt gerade erstmal durch. So, kannst du mal da reingehen und warten, bis das Haupthaus fertig ist. Wir können nur warten. Warten, bis die Zeit um ist, bis das Haupthaus fertig und wir weiter bauen können. Das war ein wundervolles Lied. Und ich werde es nie wieder singen. Keine Sorge. Das werde ich nicht. Hoffe ich. So. Wir warten eigentlich nur, was irgendwie, ich würde mal sagen, nervig ist. Aber muss auch mal sein. Na, machen wir so selten im Spiel. Ja. Aber es gehört halt dazu. Was wollen wir ändern? Arbeit abgeschlossen. So. Jetzt ändern wir das Ganze mal. Wir haben jetzt 2. Wir haben mehrere Menschenlager in der Nähe entdeckt. Außerdem ein Goblin-Labor im Schutz seines Lagers im Norden. Interessant. Wenn wir ungehindert bis zu den Goblins gelangen, können wir ihre Zeppeline mieten und über den Pass fliegen. Bereit zur Arbeit. So, machen wir mal 5 Peons für die Mine.
Und Thrall, dein Plan wird nicht aufgehen. Thrall. Oder wie die Deutschen sagen, Thrall. Und mit die Deutschen ist hier natürlich ein Stereotyp gemeint von früher. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. Ich muss es ja nicht immer wieder sagen. So, an sich können wir mal die Plündern ausbauen und eigentlich schon mal den Schaden. Ich möchte gern mein Headset etwas richten. Ich hoffe, das ist okay soweit. Weil ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwelche Störgeräusche. Und da sehen wir schon, da kann sich jemand nicht zurückhalten. Naja. Oh ja, der kriegt noch sein Fett weg. Und jetzt haben wir die optionale Aufgabe, alle Stützpunkte der Menschen zu vernichten. Und das werden wir natürlich tun. Aber sowas braucht natürlich Planung und zielführende Taktik. Deswegen warten wir noch ein bisschen, bauen unser Zeug aus, bereiten uns vor und bauen vielleicht mal Verteidigungsmaßnahmen. Aber noch nicht. Bereit zur Arbeit, ja? So, bauen wir noch einen. Und wenn wir den gebaut haben, haben wir noch nicht genug Holz. Na gut. Vielleicht haben wir bis dahin ein bisschen... Boah, ein bisschen mehr Holz. Was ist das? Da ist einiges los hier. Und dann schön nochmal ein... Okay, kein Blitz mehr rein, ist mir auch recht. Also weiter. Für die Ehre. So. An sich können sie hier kommen und hier kommen. Das heißt, an sich könnten wir hier aufbauen und die mal ausbauen, damit das auch mal erledigt wird. Und da warten wir drauf und da warten wir da drauf. Also warten wir wieder mal ein bisschen. Weil Gold haben wir, aber kein Holz. Vielleicht sind auch 3 ein bisschen wenig. Und 5 hier ein bisschen viel. Naja. Egal. Du bist der Kriegshäuptling. Das hast du gut erkannt. Aber trotzdem hört Grom nicht auf dich. Was schlecht ist, wenn du der Kriegshäuptling bist. So, wie sieht's hier aus? Du bau mal hier drüben den Wachposten. Eigentlich sollten wir auch mal einen Altar bauen, sicherheitshalber. Aber der braucht 100 Holz und das haben wir noch nicht. Das kommt aber der Hälfte. Aber wir hätten's bald. Da rennt er wieder los. Und was noch so amüsant ist an Grom ist, er greift nicht immer den gleichen an, sondern rennt einfach zum nächsten. Das ist so... warum? Einfach so, einfach so. Das ist mein Gedankengang. Warum? Aber das ist Grom. Kriegshäuptling, der Warsong-Clan greift ein weiteres Menschenlager an. Vielleicht ist das unser Schicksal. Und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das kommt auch immer darauf an, wie alle sich gegeneinander verhalten. Oder miteinander verhalten, besser gesagt. Aber da will mein Bildschirm ausgehen, das kann ich nicht zulassen, denn ich muss was sehen, wenn ich spielen will. Da ist er mal wieder gestorben. Aber naja, so...
Dann bauen wir mal hier noch einen hin, danach, wenn er da fertig ist. Und an sich könnten wir mal auf Holz warten. Gut, haben wir genug Holz. Und dann bauen wir mal drei Grunzer und wir brauchen mehr Holz. Na gut, warten wir auf mehr Holz. Und der ist beschäftigt, das heißt, wir bauen uns noch einen Bauern. Kolobestie, hol dir den da hinten. Warum greifen alle meine arme Kolobestie an? Nur weil er den frisst und dann natürlich sofort wieder stirbt. Das ist natürlich uncool einfach. Einfach uncool, ja wirklich. So. Du baust das Haus und danach das Bestarium dahin. Und du baust... Wir brauchen mehr Holz, okay. Danach wirst du halt reparieren oder so. So. Jetzt hat... habe ich keine Leute mehr. An sich könnten wir auch... mal... eine zweite Kaserne bauen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Das macht vielleicht sogar auch Sinn, hätte ich mal gesagt. Also weiter. Ja, so. Abgeschlossen. Warte mal, wir haben das fertig, aber keine weiteren... Na gut. Wenn wir nichts weiteres ausbauen können in der Kriegswerkstatt, ist das nun mal so. Damit müssen wir leben. Und... wenn du damit fertig bist, ja, baust du hier noch einen Turm. So. Und wenn du fertig bist, dann... eine gute Frage, was du dann machst. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. So. Bauen wir mal die bei, bauen wir da mal zwei, wollte ich eigentlich sagen. Und dann eigentlich auch mal ein paar Katapulte, die natürlich jetzt wieder mehr Holz kosten, als wir haben. Und, ja, komm, warum nicht? Eigentlich wollte ich einen der beiden Peons, die hier bauen, dann als Holzarbeiter abstellen, aber... das soll wohl gerade nicht. Deswegen, ja... so, verlassen Level up. Und er greift das nächste Dorf an. Du gehst mir sowas von auf den Keks manchmal, Krom. Aber ich liebe diesen Champ trotzdem. Deswegen muss ich ihm das leider erlauben. So, das Einschnüren auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine neue Kolobestie. Ich weiß nicht mal warum, weil Kolobestien sind cool. Außerdem haben sie die Kriegstrommeln. Okay, die Kriegstrommeln. Ihr habt recht. Denn diese geben uns Angriffsschaden und den wollen wir natürlich haben. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch Ziel Nummer 1. Na gut. So. Wir haben jetzt 5. Dann kommen noch die. Dann werde ich noch 2 Reiter bauen. Dann haben wir noch Platz für einen Trolljäger. So, was kostet ein Katapult? Oh Gott. 70 Holz. Das heißt, an sich machen die... ich weiß, was du bauen kannst, aber wir haben nicht genug Holz. Wir brauchen mehr Holz. Dann bau mal. So, und du gehst hier hin und reparierst einfach mal das ganze Ding. Und ich versuche zu der Zeit fertig zu werden, wo Grom als nächstes wieder angreifen wird. Jetzt ist er noch gerade hier und stirbt. So, beschwör mal. Oh. Der Paladin mit seiner Unsterblichkeit.
Ein Segen und ein Hass zugleich. Es hält vor allem lange an. Okay, der jetzt nicht, weil er schon für 3 ist, aber später auf höherer Stufe. So. Du baust jetzt noch ein zweites Haus dahin. Und dann bauen wir noch ein zweites Katapult. Und die beiden weg. So.